Ach Mensch, Bla, ich freue mich voll. Aber warum das denn? Und wie siehst du überhaupt aus, sag mal? Na Mensch, die EU hat doch den Friedensnobelpreis bekommen. Und naja, da habe ich mir gedacht, die wissen bestimmt noch nicht, wer den Preis entgegennehmen soll, weil wir doch so viele sind. Und da dachte ich, mach ich das einfach. Ich nehme den einfach entgegen. Der würde super neben meinen schicken Jutebeutel passen, von du hast die Macht. Ach, du meinst... So einen hier. Der supergeile, du hast die Macht Jutebeutel. Super komfortabel und da passt super viel rein. Genau. Out now. Genau, okay. Yes. Alright. Ja, und ich finde es einfach auch gut, weil nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen Krieg mehr in Europa. Und naja, ich denke mal, das ist schon eine gute Sache, die EU. Ja, aber nur, weil untereinander ein wirtschaftliches Interesse besteht und Abhängigkeit. Ich meine, immerhin war die EU am Anfang der EWR, der Europäische Wirtschaftsraum. Und warum kriegt diesen Preis überhaupt die EU? Woher weiß man da, wer was genau geleistet hat und wer nicht so cool ist, echt ey? Na, ist doch easy, Mensch, man, Bla. Bisschen mal voll negativ. Zum Beispiel Griechenland, ja? Da helfen wir jetzt auch alle mit. Wir halten alle zusammen. Und naja, wir haben auch alle die Grenzen geöffnet, dass jeder überall mal hinfahren kann, ohne dass er seinen blöden Reisepass zeigen muss oder Ausweis. Wir halten einfach jetzt viel mehr zusammen. Wir sind eins. Ich finde das voll gut. Ja, das ist gut für uns, ja. Aber für Menschen, die von außerhalb von Europa kommen, nicht so sehr. Wie Flüchtlinge zum Beispiel, die hierher kommen wollen. Und Truppen in Konfliktgebiete schicken, das klingt für mich auch nicht so friedlich. Das macht die EU aber auch mal gerne. Ach Mensch, Bla. Ah, Mensch, du bist immer voll negativ. Du redest immer nur Negatives, Bla, Bla, Bla. Anstatt dass du damit einfach mal zufrieden bist, dass wir auch mal was Schönes geschafft haben. Nee, nur am Meckern. Ja klar, im Endeffekt ist es schon eine ganz coole Sache, aber ich weiß nicht, ob diese ganze Freundschaftssache so koscher ist. Weißt du? Koscher hin, koscher her. Ich sag dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel wir beide, ja? Ja. Wir sind da auch von Grund auf unterschiedlich. Aber trotzdem, wir sind Best Friends, verstehen uns super. Und naja, wir verstehen uns einfach super. Warum soll das nicht auch mit der EU mal klappen? Ja. Okay, danke schön, das war's. Boah. Von meinem Gast. Alter, geht ja nicht. Ich kann mit diesem Depp nicht mehr arbeiten. Immer dieses gleiche. Ich kann mit denen auch nicht arbeiten. Ich hab gesagt, ich möchte Ernie haben. Aber nee, ihr Vollidioten habt ja gesagt, Ernie ist viel zu teuer. Was soll denn bitte? Mann, du Vollidiot, mit dir hat keinen Bock, dass ich nächste Woche wieder drehen muss, Alter. Könnt ihr gleich kotzen. Du siehst schon, dass noch die Kamera läuft, oder? Wie, die Kamera war noch an. Ey, mach die Kamera auf! Thank you.